Hey, na? Ich hab dich vermisst. Hast du irgendwas? Nee, wieso? Okay. Weißt du, eigentlich könnten wir auch mal wieder Feldboot fahren gehen. Du, ich muss mal mit dir reden. Fabian, ich liebe dich. Und glaub mir, das fällt mir hier wirklich schwer, aber... Aber... warum? Ich kann einfach nicht mehr so weitermachen. Ich brauche dieses Ende. Ist das wirklich das, was du willst? Ja, nein, es ist nicht so einfach. Marie, es ist nie einfach. Kann ich nicht irgendwas machen, damit das hier noch... Das kann doch nicht das Ende sein. Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Es tut mir leid. Sollte es jetzt gehen? Ist alles okay? Was machst du hier? Es regnet. Das kann ich sehen, aber warum bist du nicht in einen Café gegangen? Ich habe meine Fähre verpasst und ich wollte noch mal ganz gern mit dir reden. Kann ich reinkommen? Was soll das jetzt? Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass unsere Beziehung so endet. Was genau meinst du denn damit? Es hat aufgehört zu regnen. Und entweder du folgst mir oder ich gehe. Aber wozu? Was? Nicht alles in unserer Beziehung war schlecht. Willst du dich an das Gute erinnern oder an das Schlechte?
jetzt schon über ein Jahr her, ne? Ist alles okay? Ja, total. Was ist denn passiert? Gar nichts. Komm mit, ich zeig dir die Gegend. Ich kenne das hier schon. Komm schon. Übrigens, ich bin Fabian. Marie. Hey, schau mal. Erinnerst du dich? Hey Marie, guck mal, was ich Schönes hab. Du, ist das nicht ein bisschen kitschig? Kitschig? Ach komm, ist doch okay, oder? Hier, bitte. Das hier sollte als letzte Station reichen. Hier haben wir uns das erste Mal. Ich weiß. Sag mal, wollen wir es nicht noch einfach mal probieren? Ich meine, was genau ist denn so schlimm an unserer Beziehung, dass du das einfach wegwerfen willst? Weißt du, ich hatte was mit jemand anderem. Bitte was? Wenn du sagst, du hattest was mit irgendwem, hast du dann mit ihm geschlafen, oder? Natürlich nicht! Wir haben uns nur geküsst. Ich war stockbetrunken. Aber trotzdem. Ja, wolltest du das? Was meinst du? Wolltest du ihn küssen? Was? Nein, wollte ich nicht. Natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, wo ist denn das Problem? Ich meine, wenn es nicht deine Absicht war und du es wirklich bereust. Nein, so einfach ist das nicht, Fabian. Ich fühle mich scheiße wegen dem, was passiert ist. Marie, du kannst unsere Beziehung doch nicht einfach so über den Haufen werfen, als ob sie dir nichts bedeuten würde. Bitte, gib das hier nicht auf. Ganz ehrlich, liebst du mich noch? Wenn du mich nicht mehr... Ja, tue ich. Aber gib mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und? Wie geht's Jakob? Ja, wie soll's ihm gehen? Ganz gut. Wie war deine Fahrt eigentlich? Okay. Mann, so habe ich das doch nicht gemeint. Ach so, wie war es denn dann gemeint? Weißt du, ich wollte nur, dass du ein bisschen kommunikativer bist. Ja. Ist das... Also es ist wieder meine Schuld. Du verstehst nicht, was ich dir sagen will, oder? Erklär's mir. Oder bin ich wieder zu blöd für dich?
an. Dieser Regen. Toll, mit. Aber es war doch schon ein schönes erste Zeit, oder? Ja, ich fand's sehr schön. Was? Me to your heart, I'm in a world apart. So. A world where roses bloom. Die Dame. Danke dir. And when you speak, angels sing from above. Every day would seem to turn into love. So. Ich glaube, so gut hat ein Junge noch nie für mich gekocht. Hat denn überhaupt schon ein Junge für dich gekocht? Naja. Marie? Willst du mit mir zusammen sein? Ja, ich will das. Give your heart and soul to me. And life will always be la vie en rose. Deine Fähre kommt gleich. Ich weiß. Das alles hier wegzuwerfen, das wäre falsch, oder? Sollten wir es wieder versuchen? Nein, wir sollten das besser sein lassen. Weißt du, die Idee, unsere ganze Beziehung Revue passieren zu lassen, das war super. Ich konnte mich an die ganzen schönen Dinge erinnern, die wir zusammen erlebt haben. Aber gleichzeitig sind mir auch die ganzen Probleme klar geworden, die ich vorher gar nicht verstanden hatte. Weißt du, das Ding ist, dass du was mit einem anderen Typen hattest, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Was meinst du damit? Naja, sei mal ganz ehrlich. Sind wir immer noch dasselbe Pärchen, das wir damals waren, als wir uns unsere Liebe gestanden haben? Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Weißt du, du kannst nicht bestreiten, dass sich da eine gewisse Distanz zwischen uns gebildet hat. Und je länger wir es versuchen, desto schwerer wird es.